Hallo und herzlich willkommen aus dem Train Simulator und aus dem Bahnhof von Konstanz am schönen Bodensee, meiner Heimatstadt. Genau, und heute fahren wir von meiner Heimatstadt aus nach Villingen im Schwarzwald mit dieser Doppelstockwagen-Garnitur. Hinten dran eine Baureihe 111. Der Zug ist schon aufgerüstet. Wir lassen jetzt die Fahrgäste zusteigen. Wir öffnen die Türen. Da gehen sie schon auf. Und genau, heute ein ganz besonderes Video für mich persönlich. Ja, wie gesagt, meine Heimatstadt. Und ich kann euch hier einiges erzählen. Um 9:19 Uhr haben wir Ausfahrt. Was ich sagen kann, es wird zwei Folgen geben. In der ersten Folge fahren wir nur bis nach Singen. Und den Rest fahren wir dann in der nächsten Folge. Da schauen wir uns den Bahnhof nochmal von außen an. Sehr, sehr gut aus der Realität nachempfunden. Das Bahnhofsgebäude, alleine dieser Turm hier. Also wirklich. Wirklich sehr gut hinbekommen. Hier vorne ist der Hafen, der Güterbahnhof, das Stellwerk. Sieht alles wirklich sehr gut aus. Hier geht's in die Schweiz. Nach Kreuzlingen, um genau zu sein. Da steht noch eine andere 111er mit Doppelstockwagen. Und wir haben Ausfahrt und dann will ich auch gar nicht lange euch voll labern, sondern möchte den Hebel auf den Tisch legen und wir fahren los. Die Strecke ist, glaube ich, 2017 rausgekommen. Und das ist schon der aktuelle Stand von damals. Also nicht der aktuelle Stand, aber der Stand eben von damals. Ausfahrt mit 40. Falls ihr euch wundert, dass ich das hier steuere. Erstens, wenn ich hier steuern würde, müssten wir so gucken und könnten nicht ganz aus dem Fenster gucken, weil wenn ich so ein bisschen nach unten schaue, dann ist das hier irgendwie unscharf und ich will gern, dass das so ist, dass man, wenn man hier rausguckt, ein scharfes Bild hat. Und außerdem brauche ich die Anzeige hier unten, wo die Signale stehen, weil ich bin da noch nicht so ganz, ja, sicher. Außerdem brauche ich hier die Geschwindigkeitsbegrenzungen, dass ich die hier unten sehe, dass ich weiß, wenn ich hier bin, muss ich 80 fahren. Ich könnte das auch an den Signalen ablesen natürlich, aber ich würde gern die Strecke sehen. Und ihr bestimmt auch. Entschuldigung. Und deswegen machen wir das Ganze so. Jetzt müssen wir aber gleich auf 50 abbremsen. Ab dem nächsten Hauptsignal. Kommt's. Und der nächste Halt ist Petershausen gleich. Und ihr seht hier oben, da ist eine 5 drin. Heißt 50. Ja, und das ist einfach so eine Sache, ich könnte auf die Signale gucken. Hier auf der Strecke würde ich es wahrscheinlich sogar noch hinkriegen, weil ich mich hier ein bisschen auskenne auf der Strecke. Aber wir wollen ja die Strecke vor uns sehen. Und deswegen steuere ich das Ganze hier um. Ich hoffe, das ist soweit okay für euch. So, gleich muss man halten. Ich würde mal die E-Bremse zu Hilfe nehmen. Also hier dürften wir 80 fahren. Eigentlich fährt er hier in echt gefühlt einen Ticken schneller am Bahnsteig ran. So. Wir bremsen ab. Das Piepen heißt, glaube ich, dass wir jetzt stehen bleiben müssen. So, wir öffnen die Türen. Ja, Konstanz Petershausen.
mein Heimatbahnhof tatsächlich. Allein an dem Bahnhof und im Hauptbahnhof habe ich so viel Zeit als Kind verbracht. Ich bin ja schon immer Eisenbahnfan gewesen. Habe mich einfach hier hingestellt, meistens auf dem Bahnsteig. Natürlich nicht alleine. Und oft auch. Also, früher war ja noch so eine Art Güterbahnhof oder zumindest ein paar Gütergleise. Wir haben das früher immer Ladestraße genannt, weil da wahrscheinlich früher die Güterzüge beladen wurden. Mittlerweile sieht es hier ganz anders aus. Hier sind überall Wohnhäuser. Sich schon stark verändert. Auch der Mittelbahnsteig existiert nicht mehr. Gibt zwei modernisierte Außenbahnsteige und auch eine große Brücke, die hier drüber führt. Genau, auch hier sind mittlerweile viele Häuser entstanden. Und den haben sie schon echt schön gemacht, den Bahnhof. Auch wenn ich den alten schöner fand. Aber so ist es nun mal. Im Laufe der Zeit werden diese Sachen halt umgebaut, damit sie auch in die Zeit reinpassen. Bin ja eher so ein Eisenbahnromantiker tatsächlich. Ich mag alte Züge lieber als neue Züge. Aber ich glaube, das ist bei fast allen Eisenbahnbegeisterten so, dass man das alte Rollmaterial und das Ganze drumherum einfach lieber hat. Und ich gehöre da eben auch dazu. Genau, bis 2006, bis zum Fahrplanwechsel, sind hier auf der Strecke nämlich noch auf der Regionalexpresslinie bis nach Karlsruhe die N-Wagen zum Einsatz gekommen. Die waren dann bespannt entweder mit einer 110, mit einer 111 oder auch mit der 143. Das waren Zeiten. Die alten Wagen mit den Altbau-E-Loks. Das ist schon schade, dass die nicht mehr fahren. Mittlerweile werden Doppelstockwagen der vierten Generation eingesetzt. Die sind dann bespannt mit der Baureihe 146. Das hier ist der Bahnhof von Fürstenberg oder der Haltepunkt. Den durchfahren wir hier halt nur die Regionalbahnzüge. Nur die Regionalbahnlinie, die führt von Konstanz bis nach Engen. Und dort werden eingesetzt Schweizer Triebzüge der Baureihe RABE 521, ist glaube ich die Bezeichnung davon. Also es sind eigentlich RABE 523 Triebzüge, die sind aber. Also es gibt ja 523 und 521. Das sind die Schweizer Stadler Flirt-Züge, die sehen natürlich ähnlich aus. Weiß auch gar nicht, was da wirklich der Unterschied ist. Einzige denke ich mal, dass die für Deutschland zugelassen sind, dass sie eine Deutschland-Zulassung haben. Und ja, ich denke mal, wird das Einzige sein. Falls ihr da besser Bescheid wisst, gerne in die Kommentare schreiben. Früher. Die Fahrzeuge, die da davor auf der Regionalbahn zum Einsatz gekommen sind, da ist mir jetzt die offizielle Bezeichnung nicht bekannt. Waren auf jeden Fall auch Schweizer Züge von der Mittelthurgaubahn damals noch. Sind auch teilweise ganz früher bis nach Weinfelden in der Schweiz gefahren. Also das alte Rollmaterial, das hier zum Einsatz kam, war schon alles sehr schön. Da stand ich eben früher oft am Bahnhof Petershausen und habe mir da die Züge angeguckt. Und ich vermisse die Zeit schon, muss ich sagen. So, unser nächster Halt ist Allensbach in 4 Kilometern. Da kommt uns ein Güterzug entgegen. Wir sind übrigens vorhin durch den Bahnhof Reichenau gefahren, oder den Haltepunkt. Ich guck mal. Aber Reichenau ist eine Insel im Bodensee. Die kann man mit dem Zug nicht erreichen, aber man kann vom Bahnhof
Bahnhof aus mit dem Bus kommst du dann auch auf die Insel drauf. So, wir nähern uns Allensbach. Allensbach ist zwar auch nur ein Haltepunkt, aber auch da halten alle Regionalexpresszüge, also nicht nur Regionalbahnen. Früher gab es ja mal zusätzlich zum Regionalexpress auch einen Interregio-Express. Der hat dann auch mal ein paar Stationen ausgelassen, selbst der hat in Allensbach angehalten. Ist auch doch schon ein größerer Ort auf der Strecke. Und deswegen ist es wahrscheinlich so, dass die da eben anhalten. Geschwindigkeitsüberschreitung, oh nein, das wollen wir nicht. So müssen wir auch runterbremsen. Der Bahnhof naht heran. Förderungsqualität grottenschlecht, wie man sieht. Ich bin eher einer, der Transim World spielt. Ach, jetzt kommen wir, glaube ich, ganz zum Stehen. Das ist natürlich nicht so schön. Dann beschleunigen wir nochmal. Also das Rollmaterial, was wir hier gerade fahren, ist so, wie es hier zusammengestellt ist, in echt auf der Strecke nicht zum Einsatz gekommen. Aber ich will mich nicht beschweren. Es geht nämlich um die Strecke und die ist wunderbar gemacht. Also ich erkenne eigentlich fast jeden Bahnhof, so wie er ist, wieder. So, es piept. Und wir kommen zum Stehen. Und öffnen die Türen. So, bitte aussteigen und einsteigen. Genau, auch den kleinen Ort hier haben sie wirklich sehr realitätsnah nachgebaut. Genau, wir haben übrigens vorhin hier noch den, aber da kommen wir nicht, den Haltepunkt von Hegne durchfahren. Das ist wirklich ein ganz kleines Kaff, was sich da oben befindet. So, erst die Bremse lösen, dann können wir los. Die E-Bremse, alle Bremsen sind gelöst. Also ab geht er. Wenn der Zug will. Na? Das sieht doch gut aus. Schauen wir mal am Bahnübergang, lassen den Zug hier mal vorbeifahren. In Richtung unseres nächsten Halts, Radolfzell, in 8 Kilometern ungefähr. Ach, die 111 ist einfach auch eine sehr schöne Lok. So, liebe Fahrgäste, nächster Halt Radolfzell. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, Radolfzell ist dann wieder ein größerer Bahnhof. Ein Knotenbahnhof. Wir dürfen 140 fahren. Die Vorbeifahrkamera. Das wäre mal viel zu schnell.
ich will so eine Einstellung haben, wo man, wo die Kamera unten am Gleis ist, weil man so den Zug einfach schöner vorbeifahren sieht. Naja. Machen wir es eben folgendermaßen. Ja, genau so wollte ich es haben. Na, so dann doch nicht. Screenshot gemacht. Dann wären wir wieder zu langsam. Das wollen wir nicht. Gleich müssen wir eh runter auf die 110. Ich wollte vorhin übrigens mal probeweise Trains in World aufnehmen. Da gibt es ein Problem. Ich spiele das auf der PlayStation 4. Und da hört man halt extrem die Knöpfe vom Controller. Das ist echt ein bisschen nervig. Das hört man auch ganz deutlich in der Aufnahme und. Ja, das gefällt mir überhaupt nicht. Da muss ich mir was einfallen lassen. Bis ich da eine Lösung habe, wird es auf jeden Fall erstmal nur Transport Fever und Train Simulator geben. Hallo Kollege. Zwischendurch werde ich vielleicht auch mal Tram Sim bringen als Ersatz einfach. Kann man dann natürlich auch öfter machen. Aber das ist halt so ein Problem. Ich würde es auch gern lieber auf PC spielen, aber ich habe mir das Spiel vor über einem Jahr, habe ich es mir geholt, auf der PlayStation, weil ich einfach mal, weil da hatte ich noch keinen Computer. Hatte ich nur eine PlayStation und deswegen habe ich es mir eben da geholt. Ich würde es gern auf dem PC spielen, aber ich habe mir die ganzen Strecken ja runtergeladen für die PlayStation. Ich habe fast alle, ich habe alle deutschen Strecken. Auch ein paar ausländische Strecken und wenn ich das Spiel jetzt auf dem PC spielen würde, dann hätte ich die ganzen Strecken halt nicht mehr und müsste mir die neu runterladen. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, da ich ja ein DTG-Profil habe, ja, DTG-Profil habe, weiß ich nicht, ob man vielleicht. Wenn man es anfängt auf dem PC zu spielen, die Strecken dann da auch hat, weil man ja mit dem Konto sich angemeldet hat, aber irgendwie bezweifle ich, dass das der Fall ist. Ich muss dann gucken, entweder ich lege mir einen leiseren Controller zu oder ich gucke mal, ob man vielleicht die Tastatur und die Maus an die PlayStation anschließen kann und das dann damit spielen. Vielleicht geht das ja. Aber warum gebe ich denn Leistung für Brennen? Genau, das muss ich mal ausprobieren. Vielleicht haut es ja hin und dann steht auch Transim World eigentlich nichts mehr im Weg. Das werden wir schon alles irgendwie hinkriegen. Genau, ich werde mir irgendwann auch noch ein besseres Mikrofon zulegen, wo das dann wahrscheinlich nicht mehr der Fall ist. Also, das wird auf jeden Fall so sein im Laufe der Zeit. Wenn sich dann auch mal ein paar mehr Leute meine Videos angucken, muss man vielleicht irgendwann auch mal die Qualität ein bisschen erhöhen. Ich will jetzt noch nicht direkt irgendwie ein Spendenkonto oder sowas aufmachen, das könnte ich theoretisch machen. Dass man sagt, okay, wenn mir Geld spenden, wird alles in den Kanal investiert. Sowas könnte man theoretisch machen, aber irgendwann wird sich auch ein besseres Mikrofon zugelegt und dann ist das vielleicht auch nicht mehr so. So, wir halten in Radolfzell. Die Türen öffnen.
Hier haben wir einen Zug mit N-Wagen und der 111. Der hat noch diese grünen Sitzpolster, die ich übrigens viel schöner finde als diese blau-schwarzen. Aber generell die Wagen einfach nur herrlich. Diese Waggons sind einfach nur schön. Ich finde es echt schade, dass die hier bei mir nicht mehr rumfahren. Boah, einfach nur schön diese Wagen. Bespannt ist das Teil mit einer 111er. Ja, und in die Richtung, da zweigt dann noch eine Strecke ab. Das ist die Bodenseegürtelbahn Richtung Friedrichshafen. Und außerdem zweigt ja auch noch die Strecke bis nach Stockach und weiter bis nach Mengen ab. Da werden Regio-Shuttles von der Hohenzollerischen Landesbahn eingesetzt. Bis nach Stockach und da gibt es noch die Strecke, die geht ja eigentlich noch weiter bis nach Mengen. Die war ja ziemlich lange stillgelegt. Mittlerweile ist er ja wieder in Betrieb. Ja, und Richtung Friedrichshafen, da kommen dann. Schaut euch ihn an. Das ist ja geil. Ja, da werden dann Linntriebzüge, nennt man die, glaube ich, eingesetzt von der SWEG, Südwestdeutsche Eisenbahn Transportgesellschaft, glaube ich. Oder kann auch sein, dass ich euch einen Quatsch erzähle. Auf jeden Fall von der SWEG. Die fahren dann für bewegt. Aber die Strecke ist nämlich nicht elektrifiziert. Das sollten, denke ich, die meisten wissen. Ist eingleisig. Und ist auch eine sehr schöne Strecke. Und bei der würde ich. Die würde ich auch echt mal gern in Transim World oder in Train Simulator sehen. Das wäre richtig geil. Weil die Strecke ist nämlich auch sehr schön. Man fährt direkt am Bodensee entlang. Und hat noch so einen schönen alten Touch einfach. Ist auch größtenteils mit Formsignalen ausgerüstet. So, nächster halt Singen. Da werden wir dann auch die Folge hier beenden. Denn wenn wir hier bis ganz nach Villingen fahren würden, das würde einfach viel zu lang dauern. Und dann würde das Video hier Überlänge haben. Deswegen mache ich es lieber so. Wenn wir vielleicht irgendwann mal anfangen zu streamen, dann können wir da auch mal ganze Strecken fahren. Gibt ja nämlich auch die Streckenerweiterung von Villingen bis nach Hausach. Gibt halt ein Szenario, da kann man auch bis nach Konstanz fahren und das geht dann 150 Minuten oder so, also ziemlich lang, fast 3 Stunden. Das wäre dann sowas, was man im Stream mal machen könnte, dass wir zusammen die Strecke fahren. So, jetzt dürften wir theoretisch 160, wir dürfen natürlich nur 140, weil die Wagen nicht schneller fahren dürfen. Wie eigentlich eine AFB nehmen? Ja, was mit Transim World, das ist echt so ein kleines Problemchen, da muss ich mal gucken. Ich hoffe, das mit Tastatur und Maus funktioniert dann, dass man es auch so steuern kann. Ja, ansonsten das. Dieses Geklacker vom Controller die ganze Zeit drin zu haben, das braucht kein Mensch und da macht es mir auch keinen Spaß, das dann aufzunehmen, wenn ich weiß, okay, nach einer Aufnahme hört man dieses Geklacker die ganze Zeit. Ah, ich habe die E-Bremse noch drin, meine Güte. Aber das muss ja nicht sein, einfach. Das nervt ja dann auch echt. Aber bis ich da eine Lösung gefunden habe, wird es auf jeden Fall auch Train Simulator geben. Transportfieber natürlich wird der Hauptstand meines Kanals bleiben. Der Hauptbestandteil meines Kanals, der Hauptstand.
Ich weiß nicht, ob es bei euch auch ein bisschen laggt. Ist jetzt nicht weiter tragisch, aber. So, jetzt nähern wir uns langsam Singen. Eben den Bahnhof von Böhringen durchfahren oder durchfahren wir den noch? Ne, den haben wir schon durchfahren. Wir singen ja eine Industriestadt. Gibt hier auch echt viele Gleisanschlüsse zu irgendwelchen Firmen. Außerdem gibt es noch einen etwas größeren Kunden. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Also es gibt auf jeden Fall einen Containerbahnhof mit zwei so Kränen. Die werden wir auch gleich sehen. Da vorne sind sie schon. Das ist der Hohenwiehl. Der Berg Singen, besser gesagt, eigentlich ist es ein Vulkan, ist gar kein Berg. Ein Vulkan, der natürlich nicht mehr aktiv ist. Keine Sorge. Hat auch eine Burgruine obendrauf. Können wir auch gleich mal gucken, ob wir die dann auch sehen. Hier vorne kommt dann gleich der Bahn oder der Haltepunkt von Singen Industriegebiet. Und da sehen wir die Containerkräne. Und hier der Haltepunkt von Singen Industriegebiet. Hier dann auch ein Gleisanschluss zu so einer Aluminiumfirma. Da denke ich mir auch immer wieder, wenn ich da vorbeifahre, da könnte man doch auch mal geile Szenarien für Train Simulator entwickeln. Ob man einfach ein paar Güterwagen hier aus der Fabrik irgendwie zum Bahnhof bringt und dann da mit seiner Lok ankuppeln muss und die Wagen irgendwo hinfahren. Also das würde ich echt feiern. Das wäre schon echt eine geile Sache. Aber will mich da nicht beschweren, es ist trotzdem einfach eine super schöne Strecke, die auch sehr gut nachgebaut wurde. So, jetzt sind wir langsam im Bahnhofsvorfeld angekommen. Hier zweigt noch eine Strecke Richtung Schweiz ab. Die ist aber nicht mehr in Betrieb. Da fährt kein Zug mehr. Nur wir sind jetzt aktuell noch auf der Hochrheinbahn, die dann auch über Schaffhausen bis Basel-Badischer Bahnhof weitergeht. Wir fahren aber auf die Schwarzwaldbahn Richtung Offenburg, wo dann auch irgendwo noch die Gäubahn Richtung Stuttgart abzweigt. Gäubahn wäre auch so eine Strecke, wo man eigentlich mal, wo ich auch ganz gerne in einem Simulator drin hätte. Ich würde mir sowieso mal mehr Strecken hier aus der Region wünschen. Ich weiß, da gibt es noch einige. Jetzt bremsen wir mal. Oh. Nee, Notbremse wollen wir nicht machen. So, wir öffnen die Türen. Lassen die Fahrgäste einsteigen. Ich verabschiede mich von euch. Hat mir Spaß gemacht. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In der nächsten Folge Train Simulator fahren wir dann bis Villingen weiter. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.